Also, geplant ist da noch rund 20 Minuten die verschiedenen Punkte, die aufgeworfen wurden, zu reflektieren und anschließend dann ins Apero zu wechseln. Das war sehr spannend. Vielen Dank für die Beiträge. Eine erste Frage an Herrn Rutz. Vielleicht einfach noch mal ganz, um das ganz klarzustellen. Sie haben die Geschichte von den Freihändern erwähnt. Ist eigentlich per Definition jeder Freihänder an ein Unternehmen, in diesem Fall das Unternehmen, marktbeherrschend? Weil die Begründung der Beschaffungsstelle ist ja eigentlich, es gibt nur einen Anbieter, der kriegt den Freihändler. Aus ökonomischer Sicht, was sagen Sie dazu? Gute Frage, habe ich mir noch gar nicht überlegt. Ich will zuerst noch beim Herrn Hartmann entschuldigen. Ich glaube, ich habe ein bisschen lang geredet und Sie sind jetzt in Zeit noch gekommen. Aber Entschuldigung für das. Ich habe es mir noch nicht überlegt, muss ich jetzt sagen. Aber es ist sicher so, dass man einen überschwelligen Freihändler wahrscheinlich immer aus einer gewissen Not vergibt gegenüber dem Partner. Ob das jetzt eben in diesem kartellrechtlichen Sinn schon für eine Marktbeherrschung reicht, ist fraglich. Das kann auch selbstverschuldet sein. Eben, ich habe es angetönt, indem man zu spät agiert, indem man den Markt vielleicht zu wenig abgeklärt hat und so weiter. Aber gegeben, das ist nicht der Fall, besteht sicher die Tendenz, dass da ein oder könnte das ein Indikator sein, dass ein marktmächtiger Partner da auf der anderen Seite steht. Okay, vielen Dank. Vielleicht da überleitend zu Herrn Mattis. Ich habe vorhin Ihren Beitrag in der Fachsession gehört. Sie haben geredet von der Sackgasse oder auch von einem Folgemonopol. Geht das in diese Richtung, was wir jetzt heute gehört haben, jetzt gerade am Schluss noch, wo eben quasi durch eine Entscheidung man in eine Monopolsituation eigentlich erst gerät? Oder wie sehen Sie diese Situation? Ja, genau. Also ich habe das Folgemonopol genannt, ja. Man beginnt eigentlich richtig, man geht in den Wettbewerb, man beschafft etwas, aber denkt das Ganze vielleicht nicht ganz konsequent bis zum Ende, weil es auch eine lange Zeitdauer ist. Und genau wie Herr Hartmann gesagt hat, man muss eben die gesamte Vertragsdauer im Griff haben. Und oft geschieht es eben, dass man nach einer gewissen Zeit in eine Abhängigkeit gerät und ich sage jetzt aus unserer Sicht, vielleicht die Instrumente dann nicht zur Verfügung stehen, um dieses Monopol wieder aufzubrechen. Also eben eine Sackgasse, ein Trichter. Herr Hartmann, Sie haben gesprochen von SAP und eben, dass SAP eigentlich eine gute Sache ist. Und ich denke, das ist ja noch wichtig bei dieser Diskussion. Es geht ja nicht irgendwie Software oder Anbieter schlecht zu machen. Es ist rein eine objektive Diskussion von dieser Abhängigkeit. Kennen Sie ein Unternehmen, das weg von SAP migriert hat? Einfach mal so grundsätzlich. Kenne ich es. Also ich habe natürlich schon fast alles gemacht. Also ich war selbst Meta Toledo bei mir. Wir waren damals einer der ersten SAP-Kunden. Das war 1990 rum, dass er zwei rausgeschmissen hat. Die sind dann weggegangen auf andere Software, haben heute wieder SAP eingeführt. Also es gibt schon, und wie gesagt, unsere Erfahrung ist mit der Befragung vom WECO. Da ist selbst beim WECO-Erstaunen entstanden, wie hoch diese Aufwände sind, wenn ein ERP ersetzt wird, also eben 50 Millionen aufwärts. Also wir haben einige, die über 100 Millionen gesagt haben für so einen Ersatz über 5 Jahre. Das heißt, das ist fast nicht machbar. Wenn jemand, wir nehmen jetzt wieder Geberi, 20 Jahre SAP drin ist, das abzulösen, das wäre so ein Moloch und das wäre so ein Stillstand, weil ich komme da nicht mehr vorwärts. Also die Unternehmen, die müssen vorwärts kommen. Mhm. Und darum sage ich, bin ich voll überzeugt, SAP richtig eingeführt, ist effektiv auch ein Effizienztreiber, aber da braucht es wieder die Mannschaft und das ist dann der ewige Kreislauf, Mensch, Mensch, Mensch. Okay, also das heißt eigentlich eher mit diesem Ehevertrag, den man hat, bis in alle Ewigkeit bleiben. Ja, ja, alle Ewigkeit vermute ich nicht, weil damals R2, R3, jetzt kommt HANA. Es gibt immer Möglichkeiten zu wechseln, aber die muss man dann, der Zeitpunkt muss da sein. Und dann ist es oft ein Unternehmen, das im Moment, oder das geschäftliche Schwierigkeiten hat, das dann irgendwann sagt, ja, wir haben ein Unternehmen gehabt, die haben SAP auf Wachstum von 200 Millionen auf 1 Milliarde ausgelegt. Und dann sind sie nicht mehr gewachsen. Dann ist SAP plötzlich zu groß. Also da kommen dann die Diskussionen, stellen wir jetzt um. Okay. Ja, spannend. Herr Lumitsch, Sie haben heute Morgen uns ja über APIs berichtet. Und da würde ich mich jetzt konkret fragen, jetzt aus technischer Sicht, wie könnte eben jetzt so eine Abhängigkeit, nehmen wir jetzt mal SAP, wie könnte man da die Abhängigkeit reduzieren? Oder vielleicht kennen Sie ein anderes Beispiel, können da APIs helfen? Gibt es andere Möglichkeiten, Abhängigkeiten zu reduzieren? Also erstmal APIs können
immer helfen. SAP verfügt auch über APIs und ist ganz massiv dabei. SAP hat sogar die Plattform, die wir als Swisscom benutzen, die Apigee-Plattform, integriert in ihrer Plattform. Es ist die Frage, ob Kunden von SAP im Moment wissen, wie man damit wirklich umgeht und inwieweit SAP zum Beispiel, da habe ich auch schon mit SAP drüber gesprochen, zum Beispiel, wie es darum geht, wirklich diese Idee von der Nutzung von APIs fostert, dafür sorgt, dass das funktioniert, weil man kann mit SAP tatsächlich alles machen, ohne diese Plattform einmal anzufassen. Aber wie kriegt man diesen kulturellen Wandel hin, wie benutzt man das? Und ansonsten, wenn es um Entkopplung geht, natürlich, da helfen APIs und immer, wenn ein System ausgelöst werden soll, da sind wir beim Handschlag, wenn es vernünftig designt wird, dann wird es am Ende billiger. Ob bei einer tiefen Integration wie mit SAP, was über 10 Jahre in einem Unternehmen ist, ob es da noch möglich ist, das sauber auseinanderzukriegen, da glaube ich eher die 40, 50 Millionen. Und wenn ich mich nicht auf der rechten Spur von Two-Speed-IP oder Multispeed-IT sehe mit dem, was ich tue, sondern eher auf der linken Überholspur, dann habe ich immer ein komisches Gefühl, wenn es um rigide und monolithische Systeme geht, die natürlich große Unternehmen auch brauchen, aber auf anderen Ebenen. Vielen Dank. Bitte. Nochmal zu Herrn Rutz. Meine Frage war, Sie hatten ja auch gewisse Tipps noch angefügt. Wie könnte man diese Abhängigkeit reduzieren? Da eine Frage, Sie hatten offene Systeme erwähnt. Was meinten Sie damit? Oder wie können da offene Ansätze etwas behelfen? Ja, ich glaube, die Frage ist einfach zu beantworten. Es geht um diese Cloud-Systeme, die man da vielleicht vermehrt nutzen könnte, wobei ich da irgendwie anderen Worten Leuten das Wort übergeben muss. Ich bin da wirklich kein Spezialist. Das ist, was man liest, dass das funktionieren könnte und würde, und zwar auch für den Bund, und schlichtweg eben diese Abhängigkeiten von großen Unternehmen irgendwo reduzieren würde. Aber ob das umsetzbar ist, in welchen Bereichen und so weiter, das muss ich den IT-Fachleuten überlassen. Zu denen zähle ich mich in dem Sinn nicht. Okay, vielen Dank. Gut, ich habe noch ganz viele weitere Fragen aufgeschrieben. Ich würde jetzt trotzdem mal für die letzte Viertelstunde mal öffnen das Mikrofon und Sie bitten, ganz mutig Fragen zu stellen oder Kommentare anzubringen. Lieber nicht einen Monolog halten für die nächste Viertelstunde, einfach kurz, knapp Ihren Punkt äußern. Wer möchte gerne das Mikrofon entgegennehmen? Ja, weil ganz auf der anderen Seite. Gut. Wo ja, Friedrich Bracher in Phonica AG. Meine Frage geht an Herrn Rutz. Sie haben als eine der möglichen Lösungswege, haben Sie angegeben, dass man prüfen sollte, dass man Beschaffungsaufträge in Stückelt. Das steht ein bisschen in einem leichten Widerspruch zum Beschaffungsrecht, das genau das eigentlich nicht vorsieht. Wie möchten Sie diesen Widerspruch auflösen? Ja, ich bin mir dem bewusst, das wird dann als Salamitaktik bewertet, wenn man immer einen Ruggel hier abschneidet sozusagen und das in Scheiben ausschreibt. Da kommt dann schnell der Vorwurf, man würde eben genau das, die beschaffungsrechtlichen Vorgaben umgehen. Ja, ich kann den Konflikt auch nicht auflösen. Ich habe einfach verschiedene Maßnahmen formuliert, die insgesamt das Paket je nach Fall vielleicht funktionieren könnten. Aber natürlich kann ich Ihnen nicht sagen, in welchem Fall das gehen würde. Der Punkt ist nur einfach, da wo man einen Auftrag kleiner machen kann, könnte es durchaus Sinn machen, ihn eben aufzustückeln und mit verschiedenen Partnern ins Business zu kommen. Und ich glaube, Sie können da ergänzen. Ja, also stückeln ist natürlich verpönt, das wissen wir, das kritisiert die IFK ja auch immer wieder, aber da geht es darum, dass man mit Stückeln eben den Wettbewerb nicht spielen lässt. Und Stückeln im Sinne, dass wenn man trotzdem Wettbewerb hat, hätte man eigentlich nichts dagegen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Stückeln als Schwellenwerte zu umgehen, das wollen wir nicht. Wenn man aber Wettbewerb herstellt, ist das soweit vernünftig. Also ich bin ja nicht Beschaffungsjurist, aber soweit ich das verstehe, würde man dann Lose vergeben und einzelne Lose für bestimmte Arbeitspakete definieren, oder? Wie sehen Sie das? Ist eine Möglichkeit. Man sieht natürlich beim Bund schon, dass das oft sehr große Vorhaben dann ausgeschrieben werden, wenn sie mal ausgeschrieben werden. Und das Tatsächliche ist vielleicht die Frage, ob es nicht auch mit weniger großen Paketen ginge.
Gut, vielen Dank. Ich hoffe, das ist soweit befriedigende Antwort. Gibt es weitere Fragen, Kommentare aus dem Publikum? Ja, da vorne. Ich hätte gerne noch gewusst, gibt es das, was Sie bei SAP beschrieben haben, im ERP-System, gibt es das bei den anderen auch? OPAC, müsste es eine OPAC IG geben, müsste es eine Abacus IG geben? Ist es nicht ein grundsätzliches Problem bei der Software? Okay, also es ist ein grundsätzliches Problem natürlich. Ich habe es erwähnt, wir haben jetzt innerhalb der IG SAP über Oracle und Microsoft gesprochen. Wir haben auch eine Arbeitsgruppe schon eingesetzt, aber das waren interne Leute und das ist dann gescheitert, eben an der Zeit. Ich meine, ich bin hier im Mandat, das kostet mich, wenn ich mit der WECO spreche, dann sind es eher 40 Tage. Wenn es ein normales Jahr ist, sind es vielleicht 20 Tage. So setzt sich dann eigentlich der Jahresbeitrag zusammen. Also eigentlich die Firmen bezahlen mich im Mandat. Und das Gleiche müsste man dann auch für die anderen Hersteller eigentlich machen. Also ich habe guten Kontakt zum Chefredakteur E3 in München. E3 kennen die viele, die im SAP-Umfeld sind. Und er sagt uns immer, wir seien einzigartig, wir sollen ja nicht aufhören, weil wir haben Gehör im Markt. Aber es gibt es einfach auch in Deutschland erstaunlicherweise nicht, weil in Deutschland hat man ein juristisches Verfahren kartellrechtlich angeleiert und es wurde sie sind abgeblitzt auch parallel, genau parallel mit uns, weil man das Gefühl hat, SAP wird geschützt im Markt Deutschland durch den Staat auch. Und wir, da wir in Bezug sind, versuchen wir das Gleiche dann allenfalls für die Schweiz zu übernehmen, weil wir haben das Geld dann wieder nicht, juristisch einen Juristen einzusetzen, um das alles aufzuarbeiten. Das, so weit sind wir nicht. Wenn ich klage bei der WECO, komme ich als Anwender und neutral und nicht als Jurist. Ist aber einfacher, vielleicht. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es eigentlich ein Collective Action Problem, das wir da haben. Es gibt ganz viele zerstreute Kunden von einem System, weil die sich nur schwierig und mit großem Aufwand koordinieren können, kann man eben auch selten, ist in Ihrem Fall eine Ausnahme, eine Gegenkraft bilden. Oder wie sehen Sie das als Ökonom? So diese User Communities, macht das Sinn? Ja, natürlich besteht das Problem ein bisschen, dass ich von besseren Konditionen, wenn sie allen dann zugutekommen, profitieren kann, auch wenn ich mich finanziell sozusagen zur Erstreitung dieser Konditionen nicht beteilige. Andererseits gehe ich schon auch davon aus, dass Unternehmen irgendwo eben, das sind große Beträge, um die es hier geht, dass da irgendwo doch auch Anreize bestehen würden, haushälterisch mit den Mitteln umzugehen. Also vielleicht ist es nicht so groß das Problem wie in anderen Bereichen, sagen wir es mal so. Vielen Dank. Gibt es weitere Kommentare? Fragen? Ja, da vorne einmal. Die Cloud-Lösungen kommen ja mit aller Macht, und zwar bei CRM, bei ERP, bei Speziallösungen, überall. Und das ist ein neuer Level von Abhängigkeit. Also wenn der Anbieter den Stecker zieht, dann geht gar nichts mehr bei mir. Und wenn er den Preis erhöht, dann geht es nicht nur um die Wartungsgebühr, sondern geht es um Lizenzen und Betrieb. Ich würde gerne noch etwas aus der Expertenrunde dazu hören. Okay, wer möchte da eine Äußerung machen? Herr Lumi. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Also Cloud ist neben APIs im Moment wirklich ganz hoch am Kochen. Und ich glaube, wenn ein Unternehmen glaubt, die ganze Plattform, die sie jetzt irgendwo im Keller stehen hat oder in irgendwelchen Rechenzentren einfach in eine Cloud-Lösung reinzuschieben, dann hat es am Ende vielleicht ein bisschen weniger Kosten für die Maschinen, die zu unterhalten sind, aber es hat dieselben Probleme einfach wieder. Und jetzt kommen die APIs ins Spiel. Wenn man es schaffen würde, diese Legacy-Systeme einfach nur im Grunde genommen abzukapseln, vernünftige APIs obendrauf zu schreiben und dann neue Business-Logik oder wirklich wichtige Services in die Cloud zu legen, das dort zu machen, dann hätte man, glaube ich, mehr, deutlich mehr daran, das würde mehr bringen, wäre am Ende billiger, man würde diese ganzen anderen Dinge nicht mehr pflegen. Sehe ich so. Vielen Dank. Weiteren Kommentar? Gut, dann gehen wir zur nächsten Frage, Beitrag. Ganz oben wäre noch jemand. Das ist der Nachteil von diesem schönen Raum, dass wir halt auch ein bisschen längere Mikrofonwege haben.
künftig machen wir es dann per Twitter, dann können Sie dann per Twitter oder so Fragen stellen. Besten Dank, hier die Frage, Lorenz Ilk, iWeb. Diese Geschichte mit Abhängigkeit hat viel damit zu tun, dass wenn ich einen Source Code habe, den ich nicht selber weiter bearbeiten kann, ich mich in eine Abhängigkeit begebe, aus der ich selber eben nicht mehr rauskomme. Und Sie selbst, Matthias Stürmer, sind ja ein Verfechter dieser ganzen OpenCH-Bewegung, einer der, die anderen Damen und Herren, Herren natürlich da vorne. Mich würde interessieren, was für andere Ansätze haben wir oder denken wir? Etwas will ich noch laut denken. Es ist schön, wenn wir diese Gesetze haben, die helfen uns vielleicht. Eine Ausschreibung, der Auftrag ist 250.000. 10 Firmen machen mit, füllen aus. Es kostet möglicherweise allein schon 10 mal 25.000, das Pflichtenheft zu beantworten. Alle wir Firmen, wir schreiben das bei den Steuern auf oder ziehen es ab. Am Schluss hat der Staat nichts gewonnen, die Volkswirtschaft Schweiz. Aber mich würde jetzt interessieren, was für andere, ich habe gesehen, Herr Rutz, Sie haben ein paar von diesen Ansätzen gehabt, aber mich würde noch mehr interessieren, wie kriegen wir diese Abhängigkeiten weg? Genau, Sie haben ein Stichwort genannt, Software, Open Source Software, wäre das eine Möglichkeit oder gibt es andere Möglichkeiten, da entsprechend die Entkoppelung der Hersteller zu erreichen? Ich bin natürlich da aus Sicht IT-Management, habe ich Abhängigkeit viel lieber, weil wenn ich dann mit SAP fahre und ich weiß, die sind 20 Jahre, mit denen gehe ich zusammen, dann machen die Entwicklung, ich kann mich konzentrieren auf die Geschäftsprozessoptimierung und ich bin in jedem Fall immer im Gesamten billiger, als wenn ich 10 verschiedene Tools, Open Source, mit APIs zusammenbaue und dann irgendwie den Überblick völlig verliere. Also wie gesagt, ich sehe es da aus geschäftlicher Sicht raus, vom Manageable dieser Umgebungen und ich sage ganz strikt, ich habe die IT-Strategie wirklich vorgegeben, Standardisierung, strikte Standardisierung. Wir haben nur Marktführer gehabt, Microsoft, SAP, Katja. Teure Produkte, teure Wartung, am Schluss alles optimiert. Das bringt viel mehr, als wenn ich das Gefühl habe, ich bin weniger abhängig. Also das ist diese Waage, die Sie bauen müssen, oder von Vergabe. Und man muss auch den Mut haben, wir haben heute mal gehört, Verantwortlichkeit. Das Problem ist heute, jeder schiebt die Verantwortung weiter. Oder wenn ich dann 10 Produkte habe, dann ist niemand schuld. Und wir haben mal gesagt, ich will zu Beginn des Projektes den Schuldigen schon definiert haben. Glauben gar nicht, was das an Einsparungen bringt. Sie müssen, wenn es dann schief läuft, nicht mehr schauen, wer ist es denn gewesen. Wir wissen, der war es. Und dann nächstes Thema. Okay, no one has been fired for buying SAP wahrscheinlich. Ja? Gut. Das weckt Emotionen, merke ich, auch in mir. Gebe ich ja zu. Gut, gibt es weitere Kommentare vielleicht zu den Äußerungen? Dann würde ich sagen, ist es ein klares Zeichen, dass wir Richtung Apero steuern. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Herren für diese Runde und darf Sie wieder bitten, Platz zu nehmen. Nur ganz kurz noch 2, 3 letzte Worte vor den Organisatoren. Aber vielen Dank an die Teilnahme beim Podium.